Ja, liebe Zuschauer, jetzt sitzen wir hier in einem Raum, in dem viel Trauerarbeit geleistet wird, Herr Frankenheim. Denn hier finden auch Ihre Gruppen statt, die Sie anbieten, auch zur Begleitung nach der Beerdigung. Das heißt also, auch nach dem Verlust eines Menschen kümmern Sie sich hier noch um Hinterbliebene. Ja, das ist richtig. Wir haben drei verschiedene Angebote, die wir für alle Menschen, die das Angebot annehmen wollen, kostenfrei anbieten. Wir haben also einmal eine Einzelbegleitung. Das ist dann ein anderer Raum, wo wir die Einzelgespräche führen. Und dann haben wir verschiedene Gruppen. Einmal eine offene Gruppe, die machen wir mit dem Hospizverein Düsseldorf noch zusammen. Und eine geschlossene Gruppe, die leite ich hier im Haus zusammen mit unserem Haustheologen Peter Bolthausen. Mhm. Und aus dieser Gruppe stammen ja auch die beiden Herrschaften, die wir jetzt auch noch begrüßen dürfen bei uns in der Runde, Monika Schuira und Mariano Gabrielli. Schön, dass Sie da sind. Frau Schuira, was ist bei Ihnen passiert? Welchen Menschen haben Sie verloren, dass Sie dann auch hier in der Arbeit mit dabei sind? Mein Mann ist im Juli 2014 verstorben. Und ich hatte dann erst nach dem Todesfall hatte ich überhaupt keine Zeit zu trauern oder darüber nachzudenken. Es war zu viel zu tun mit Beerdigung und anschließend auch mit diesen ganzen Behördengängen. Mhm. Und nach so 2-3 Monaten, ja, da kam eigentlich schon das tiefe Loch. Mhm. Dieses, was sagt, berühmte tiefe Loch. Und dann habe ich habe schon mal was gehört von Trauerarbeit, aber so im Entferntesten. Und habe nur gedacht, das brauchst du doch nicht, ich bin doch stark genug. Aber nach dieser Zeit, und dann habe ich durch Zufall eine Annonce gelesen, hier von der Trauergruppe Frankenheim. Und da habe ich gedacht, kannst du doch mal hingehen, versuche es einfach mal. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja wieder aufhören. Und dann bin ich hier hingegangen. Wie war das bei Ihnen, Herr Gabrielli? Also ich habe meine Frau verloren im August 2013. Und nach einem Jahr habe ich eine Einladung gekriegt vom Bestattungsinstitut Frankenheim zu einen Informationsabend. Dann habe ich mir das hier durchgelesen. Dann waren wir auch hier in diesem Raum, habe ich mir das durchgelesen und habe gesagt, schauen wir mal, was das bringt. Und dann merkte ich, da die mehrere Leute hier waren, du bist nicht alleine. Mhm. Denn ich komme aus einem kleinen Dorf aus Südtirol. Und wenn da ein Trauerfall ist, dann weiß das das ganze Dorf. Hier in der Stadt weiß es kein Mensch. Mhm. Da habe ich mir gedacht, du bist nicht alleine, wenn du in dieser Gruppe reinkommst. Und ich muss sagen, das hat mir sehr weitergeholfen. Und mit Gespräche und also das war richtig die richtige Entscheidung für mich, dass ich hier teilgenommen habe. Frankenheim, Sie haben gerade auch so zustimmend genickt, als Frau Schuira sagte, ich dachte, ich bin stark genug. Ist das ein häufiges Problem, dass das Hinterbliebene durch das, die ganzen Behördengänge und das Organisieren der Beerdigung und so weiter gar nicht richtig Zeit finden, um wirklich zu trauern, um Abschied zu nehmen? Ja, wir haben ja einen Abend in der Trauergruppe, der heißt so, aus der Aktivität in die große Leere. Da merken wir immer, dass die Leute da auch direkt so mitgehen, weil die sagen, jo, das habe ich genauso erlebt. Ne? Da war erst dieses Ganze und auch alle kümmern sich um einen, so die ersten 1 Woche, 2 Monate, 3 Monate und auf einmal ist es für alle anderen total normal und dann kommt das, was man hier so ein bisschen gehört hat, dann kommt das Loch, denn dann ist es für alle normal, aber mir fehlt mein Partner, meine Partnerin immer noch und ich sitze dann auf einmal alleine da, weil jeder denkt, naja, jetzt haben wir jetzt da 3 Monate gekümmert, jetzt reicht es ja eigentlich, muss ja mal gut sein, ne? Ja. Ist das Verständnis der anderen eigentlich erloschen. Sie würden jetzt auch sagen, Frau Schuira, das hat Ihnen wirklich die Gelegenheit gegeben, zu trauern, Abschied zu nehmen und Sie sind gestärkt aus dieser Arbeit gestärkt, ganz genau, hervorgegangen? Gestärkt, weil ich habe gemerkt und hier mitbekommen, es geht den anderen genauso schlecht wie dir. Die trauern genauso, die haben auch einen verloren. Und wie Herr Frankenheim schon sagte, die Außenwelt, die hören sich das ein paar Mal an. Und dann denken sie auch, mein Gott, ist sie jetzt schon wieder dran? Ne, das ist so. Und hier in der Gruppe konnte man dann frei reden. Jeder hat das gleiche Schicksal. Und wenn man auch mal ein bisschen ein paar Tränen verdrückt hat, die haben die anderen auch. Das war nicht schlimm. Ne, man war hier aufgenommen. Aufgenommen und aufgefangen hier in der Gruppe. Und mir hat das sehr gut gefallen. Tränen gehören ja auch zum Trauern definitiv dazu. Aber mittlerweile, muss man doch ganz ehrlich sagen, wird doch auch viel mehr gelacht. Denn das Schöne ist, über die Arbeit hier in der Trauergruppe hinaus ist der Zusammenhalt der Gruppe ja immer noch da. Sie haben mir schon verraten im Vorfeld, Sie treffen sich immer noch regelmäßig. Ja, wir treffen uns, ein harter Kern, nicht alle, aber ein harter Kern trifft sich immer noch. Und das haben wir
von der Trauergruppe übernommen, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Jedes Mal in einem anderen Stadtteil, damit jeder mal einen kürzeren Weg hat. Und wird was getrunken, wird was gemütlich gegessen, wird über Gott und die Welt gequatscht. Und das hilft uns immer von einem Monat im anderen. Und umso lockerer sind wir, dadurch, dass wir uns in der Gruppe so gut kennengelernt haben. Und dann spricht man dann auch ohne Hemmungen. Mit fremden Leuten würde man vielleicht mit Hemmungen sprechen. Aber so in der Gruppe ist so eine, wie soll ich das beschreiben? Dann kann man alles rausschütteln, weil jeder dasselbe Schicksal mitgemacht hat. Also durchaus ein äußerst positives Fazit. Ich möchte zum Abschluss der Fragen aber noch mal einen Punkt aufgreifen, den Frau Schuhira eben angesprochen hat. Eben dieses Organisieren, um was man sich alles kümmern muss, wenn ein Mensch verstorben ist, ein Angehöriger. Ja, man kann mit uns einen Vorsorgevertrag abschließen, kann das praktisch alles regeln rund um die Bestattung. Das ist für einen selber ein gutes Gefühl. Man kann dann auch alle Abmeldungen, zum Beispiel jetzt diese Behördengänge und sowas, alles das kann man vorsehen, kann Rentennummern abgehen, Krankenkassennummern abgeben, irgendwelche Versicherungen, die abgemeldet werden müssen, Mitgliedschaften, Vereine, Verbände, all das kann hinterlegt werden und dann, wenn der Fall irgendwann mal eintritt, egal wie lang das ist, so Nummern ändern sich nicht, sonst hat man aber Ansprechpartner, Adresse, kann das alles abgemeldet werden und das entlastet dann in dem Falle natürlich die Angehörigen enorm. Ich sage Ihnen auch ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie über Ihre ganz privaten Fälle auch mit mir gesprochen haben. Dankeschön. Ich sage Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass Sie in den vergangenen Minuten ja viele wichtige Informationen bekommen haben und dass vielleicht auch einige Fragen beantwortet wurden. Denn ich denke, das Thema Trauer, Bestattung, das ist in der Tat etwas, was man so ein bisschen immer vor sich herschiebt. Wir haben versucht, hier ein paar Hilfestellungen zu geben. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich sage Tschüss, bis bald.